Das ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Boden, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Onix. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es zudem noch in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega Stalos zu vollführen. Stalos ist dabei ein sehr großes und langes, eher schlangenähnliches Pokémon, welches komplett silbergrau ist. Einzig ein kleiner Bereich hinter den Augen ist schwarz. Der Körper von Stalos besteht, abgesehen vom Kopf und der Schwanzspitze, aus 7 unebenen runden Gliedern, deren Größe nimmt dabei vom Kopf angefangen immer weiter ab. Am Ende ist ein längliches Glied zu sehen, jeweils am 2., 4. und 6. Stück wachsen zwei lange Auswüchse in entgegengesetzte Richtungen. Auch hier sind die Vorsätze am 2. Körperglied am längsten. Der Kopf ist von sehr breiter Gestalt und auch sehr uneben. Oben sind die beiden kurzen Ohren zu erkennen. Die eher kleinen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen zusammen und das breite Maul, über dem die kleinen Nasenlöcher zu sehen sind, beherbergt sowohl Zähne im Inneren als auch 4 Eckzähne rechts und links außen. Mit Hilfe eines Stalos Nieten kann sich das Pokémon zu Mega Stalos weiterentwickeln. Dabei verändert sich sein Aussehen in einigen Punkten. Insgesamt ist es nun etwas größer bzw. länger als in der Normalform. Farblich gesehen sind lediglich die Kristalle durchsichtig bzw. regenbogenfarben. Der Kopf wirkt nun abgerundeter und nicht mehr so unförmig. Vorne sind zwei je dreiteilige miteinander verbundene Auswüchse sichtbar und statt roter besitzt es nun blaue Iriden. Um sein erstes Körperglied schweben in einem gewissen Abstand mehrere weiße Kristalle und ähneln einem Asteroidengürtel. Die Größe der einzelnen Glieder nimmt nun nicht mehr vom ersten ausgesehen über jedes einzelne Glied ab. Erstes, drittes und fünftes und siebtes Glied sind insgesamt kleiner als die übrigen. Die Seiten der eben genannten sind abgeflacht und beherbergen ein Muster bestehend aus schwarzem Grund und einem blauen Hexagon, dessen Inneres ebenfalls schwarz ist. Dort, wo ursprünglich die spitzen Auswüchse zu sehen waren, erwachsen nun lange Kristalle und die Schwanzspitze ist aber ebenfalls in kristalliner Form. In seiner Shiny-Form ist das Stalos in einer hellgoldenen Farbe gehalten. Auch Mega Stalos ist an den vormals silbergrauen Körperstellen hellgelb gefärbt. Das gilt auch für die schwebenden Elemente. Stalos greift hauptsächlich physisch an und nutzt dabei einige Gesteins- und Bodenattacken wie Schaufler. Oder Steinkante. Von seinem Typen Stahl erlernt es nur eine Statusattacke und eine weitere physische Attacke mit Eisenschweif. Eine seiner möglichen Fähigkeiten ist Steinhaupt, die Schaden durch Rückstöße verhindert. Die Fähigkeit Robustheit bietet ihm Schutz gegen K.O.-Treffer. Und die versteckte Fähigkeit ist Rohe Gewalt, die einen Kraftschub bewirkt, dafür aber auch Zusatzeffekte aufhebt. Stalos lebt wie seine Basisform Onix oder etwa auch Sandama vorzugsweise in der Nähe von Bergen, großen Gebirgsketten oder unter der Erde. Hierbei zieht das Pokémon lange verzweigte Bahnen durch das Erdreich, wobei es enorme Massen an eisenhaltiger Erde zu sich nimmt, um seinen ohnehin bereits stahlharten Körper weiter zu stärken. Denselben Effekt ruft es ebenfalls durch denselben Effekt ruft es ebenfalls große Hitze und Druck hervor, wodurch sich Stalos am liebsten möglichst tief unter der Erde auffällt. Berichten zufolge soll es angeblich über einen derart harten Körper verfügen, dass alleine die Berührung bereits Schaden verursacht. Obwohl es für viele Gegner über einen praktisch undurchdringbaren Schutzpanzer verfügt, meidet Stalos mit großer Vorsicht Auseinandersetzungen mit Pokémon, die dem Typ Feuer angehören, da diese dem Pokémon erheblichen Schaden zufügen können. Nach einer langen Zeitspanne unter dem Erdmantel und dem Verzehr einer gewaltigen Menge an bestimmten Erden verfügen manche Pokémon seiner Gattung über einen Körper, der angeblich die Robustheit eines Diamanten aufweisen soll. Dabei ist die Basisform von Stalos Onix und seit der zweiten Spielgeneration kann sich Onix zu Stalos weiterentwickeln, welches wiederum zur Mega-Entwicklung fähig ist. Dabei muss Onix getauscht werden und dabei das Item Metallmantel tragen, damit es sich zu Stalos entwickelt. Die Mega-Entwicklung geschieht durch die Gabe eines Stalos Need.
Durch die Entwicklung wird der Gesteinstyp von Onyx zu oder durch Stahl ersetzt, was auch äußerlich bemerkbar wird. So erinnern Onyx felsähnliche Glieder nun an Metall und es erhält Zähne. Außerdem verliert es sein Horn, wofür sich aber lange Auswüchse an jedem zweiten Glied bilden. Mit seiner Typkombination nimmt Stalos dabei oder ist Stalos dabei immun gegen Elektro- und Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Gesteinsattacken von Spielgeneration 2 bis Spielgeneration 5, nimmt es auch halben Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken. Ab Generation 6 machen diese beiden Typen dann normalen Schaden. Zudem machen halben Schaden der Typen Normal, Flug, Psycho, Käfer, Drache, Stahl und Fee. Doppelten Schaden machen Feuer, Wasser, Kampf und Bodenattacken. Und der Rest macht normalen Schaden.